Sie hatten den zweiten Autor schon gerade genannt, Prinz Albert Herzog zu Sachsen. Wie sind Sie beide denn zusammengekommen und wie ist da sozusagen gemeinsam dieses Projekt entstanden? Also mich hat der sächsische Landtagspräsident mal angesprochen, Erich Iltgen, dem habe ich einiges vorbereitet. Da sagt er, Sie, so viel Literatur für eine kleine Rede, machen Sie doch ein Buch draus. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt. Dann kamen Mandanten, da gibt es einen Prinzen Albert, der wohnt in München, der ist Historiker, der beschäftigt sich auch sehr intensiv mit dem Thema. Kann man den anrufen? Kein Problem, ein ganz netter Mensch. Ich habe mich mit ihm zusammengesetzt. Er hat ja Historie, Geschichte studiert, neben Völkerkunde, Wissenschaften, hat ein umfangreiches, sehr reiches Wissen. Und dann sind sie zusammengekommen und haben uns überlegt, was machen wir? Und wir wollten kein historisches Buch schreiben, deshalb hat er gesagt, es ist vielleicht besser, wenn ich als Historiker das gar nicht mache, sondern wenn der Jurist schreibt. So habe ich dann geschrieben und er hat mit seinem unglaublich reichen historischen Wissen dazu geholfen, dass die großen Lücken, die bei mir waren, so allmählich gefüllt wurden. Es ist also eine wunderbare Zusammenarbeit, die auch sich heute wieder als sehr fruchtbar herausstellt. Sie haben es ja gerade selber gesagt, es ist kein historisches Buch geworden, kein Buch eines Historikers mit Anmerkungen, mit dem ganzen Apparat, den man dazu kennt, sondern es ist ein sehr anschauliches Buch, anschaulich nicht nur wegen der sehr vielen Abbildungen, die Sie da drin haben, sondern auch sehr anschaulich geschrieben. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt mal ein bisschen dem Buch nähern. Gerne. Fangen wir einfach mal mit der Titelseite an. Auf der Titelseite finden wir 5 Abbildungen. 2 davon sind relativ schnell zu identifizieren. Das eine ist der König, bayerische König Ludwig II. Das andere ist August der Starke. Die beiden können nun eigentlich miteinander sehr wenig gemeinsam haben oder miteinander sehr wenig Verbindung gehabt haben, denn da liegen 150 Jahre dazwischen. Warum trotzdem die sozusagen mit als Leitfiguren auf den Titel? Beide sind Teil der bayerisch-sächsischen Geschichte. August der Starke, der ja als erster Wettiner wieder katholisch wurde, um das Polen zu erhalten, hat schon angefangen, die Kontakte nach Bayern allmählich auszudehnen. Er hatte einen intensiven Kontakt mit dem damaligen bayerischen Fürsten, mit dem Max II. Emanuel. Die haben gemeinsam schon gegen die Türken gekämpft, sodass von daher gesehen, dass die ersten Schritte waren, nachdem Sachsen wieder katholisch geworden ist. Der Ludwig II. Hat eine vielfältige Geschichte, nicht nur, dass er eine Großmutter hat, die Therese von Sachsen-Hildburghausen, sondern dass er ja auch sehr viel dann mit den Sachsen, mit den Malern und mit den Dichtern zu tun hatte, sodass die beiden sich angeboten haben. Dann haben wir noch 3 andere Abbildungen, wenn Sie da vielleicht kurz drauf eingehen wollen. Ja, Sie sehen links unten, das ist Karl Maria von Weber. Er ist gewissermaßen der Gründer der Deutschen Oper, hat eine bayerische Mutter und hat zwischen Bayern und Sachsen sich sehr intensiv entfaltet. Zwischen dem Karl Maria und dem Ludwig II. Ist der Nautilus-Pokal. Das ist ein Werk des Bildhauers Balthasar Permoser, ein Mann, der in Traunstein geboren ist, der größte Barockbildhauer Deutschlands ist, in Bayern weitgehend unbekannt, weil er sich dann in Sachsen entfaltet hat. Mir war das mal wichtig, darauf hinzuweisen, dass dieser zentrale Bildhauer Deutschlands, der ja wunderschöne Werke gemacht hat, dass auch er einmal in den Vordergrund gerückt wird. Jedenfalls in Bayern. Und darüber, ja, da ist der Schnorr von Carolsfeld mit einem Ausschnitt aus den Nibelungensälen. Man kennt sie in München fast nicht, obwohl sie direkt neben der Oper einsehbar sind. Schnorr von Carolsfeld hat ganz wesentlichen Einfluss auf den Ludwig II. Gehabt, aber ein Einfluss, der fast nirgendwo erwähnt wird. Deshalb habe ich gesagt, das müsste man auch mal betonen, nachdem er auch Sachse ist